Scheinargumente und primitive Kommunikation. Tu quoque, du auch. Willkommen zum heutigen Thema, Ladies and Gentlemen. Wir besprechen heute das erste von vielen Scheinargumenten, die in der Kommunikation durch toxische Menschen, Narzissten und andere gegen euch verwendet werden, mit gewissen Absichten, um euch zu manipulieren. Das heutige aus dem Lateinischen tu quoque, du auch, ist, wie auch die anderen Scheinargumente, kein wirkliches Argument, weil es nicht auf Sachgrundlagen fußt. Des Weiteren dient es der Ablenkung von euch, auch vom Thema, das gerade besprochen wird. Es ist nicht, obendrein nicht förderlich für die Diskussion, die gerade stattfinden sollte und möchte. Und zu guter Letzt ist ein Scheinargument, dieses heutige tu quoque, gänzlich irrelevant für das aktuelle Thema. Nun, bei tu quoque, du auch, handelt es sich um eine Sonderform der ad hominem Kommunikation oder Argumentation. Ad hominem, an den Menschen rantretend, in Form von Beschämungstaktiken, von Beleidigungen, von Schuldzuweisungen und dergleichen. Und eine Sonderform daraus ist das tu quoque. Es verweist auf euer Verhaltensmuster, um eure Position zu entkräften. Bei dem Ganzen ist impliziert, dass die Argumente von euch, also der Gegenseite des toxischen Sprechers, dass eure Argumente zu Unrecht vorgebracht wurden, weswegen ihr diese auch gleichzeitig schön brav zurücknehmen solltet. Ein Beispiel dazu, diese Vorlage, diese, wenn man so möchte, auch Steilvorlage, lieferte Giovanni Infantino vor wenigen Tagen. Und die Übersetzung lese ich gleich vor. Es ging das Thema, das besprochen wurde, woraufhin Giovanni Infantino reagierte mit seinem Scheinargument. Dabei, es ging im Vorfeld um die Bedingungen, um die Lebensumstände, Bedingungen, die Konditionen, unter denen Gastarbeiter in Katar im Rahmen des Erstellens der sämtlichen Bauflächen und Bauwerke für die WM 2022, wie sich dieses wohl gestaltete, wie diese Bedingungen aussahen. Napolino, Dankeschön. Nun, die Resonanz, während Menschen wie du und ich uns über die Gastarbeiterbedingungen in Katar unterhalten wollten, die Resonanz von Giovanni Infantino war hier redegewandt folgende. Ich denke, was wir Europäer in den vergangenen 3000 Jahren weltweit gemacht haben, da sollten wir uns die nächsten 3000 Jahre entschuldigen, bevor wir anfangen, moralische Ratschläge an andere zu verteilen. Auf gut Deutsch, Ladies and Gentlemen, wir sollen gefälligst die Klappe halten. Darum geht es. Nun, neben der Analyse von, was ein Scheinargument darstellt und tu quoque im Konkreten, zerlegen wir dieses Beispiel jetzt einfach noch ein bisschen mehr. Kommunikation ist nicht Mathematik. In einer mathematischen Aufgabe ist es zwar so, dass 2 minus 2 den Wert 0 ergibt, doch in einer zwischenmenschlichen verbalen Kommunikation führt das Vorbringen von Thema B nicht dazu, dass damit Thema A gelöscht wird und diese beiden sich gegenseitig aufheben. Das weiß auch ein FIFA-Präsident. Wollt ihr über Gastarbeiterbedingungen in Katar 2022 sprechen, dann tut ihr das, ungeachtet des Gequäkes von außen. Mit Augenzwinkern lasse ich mich jetzt einmal im nächsten Punkt kurz auf die 3000-Jahre-Argumentation von Herrn Infantino ein. Denn was in den letzten 3000 Jahren geschah, dafür kann sich einzig und allein der Elbenlord Elrond entschuldigen. Denn immerhin, er war da vor 3000 Jahren, als die Stärke der Menschen versagte. Darüber hinaus zurück zu euch, Ladies and Gentlemen. Wir werden auch nicht Buße tun für die nächsten 3000 Jahre oder auch nicht für die nächste bevorstehende Sekunde für eine ungeschriebene Zukunft. Und im letzten Punkt des Zerlegens dieser Schwachsinnsargumentation, der tu quoque Scheinargumentation, bleibt zu sagen, ihr, Ladies and Gentlemen, sprecht wann ihr wollt,
mit wem ihr wollt, worüber ihr wollt. Und zwar seriell, ein Thema nach dem anderen. Egal, ob das toxischen Menschen in eurem Umfeld schmeckt oder nicht. Nun, was könnt ihr tun, wenn euch jemand mit tu quoque, mit der Scheinargumentation, dem du auch, mit metaphorisch gehobenem Zeigefinger begegnet? Drei Punkte, wie ihr agieren und reagieren könnt. Zum Ersten, ihr lasst euch nicht beirren. Das Wort Scheinargumentation mag zwar sehr glatt und fein und harmlos klingen, dahinter steckt jedoch ein ganz bewusstes Kalkül mit hochgradig manipulativer Absicht. Zum Zweiten, wenn man euch so begegnet, ihr müsst nicht pauschal jedes Mal bei euch die Schuld suchen. Und zu guter Letzt, Punkt 3. Schreitet verbal sofort mit massivem Gegendruck ein, wenn euch jemand mit diesem Blödsinn begegnet. Und verweist auf das Thema wieder und wieder. Es mag dabei durchaus vorkommen, dass der so engagiert Scheinargumentierende euch gegenüber euch währenddessen unterbricht. Und das erfordert ein bisschen Training und ein bisschen Übung eurerseits. Denn der massive Gegendruck von euch in verbaler Form sollte im Idealfall dergestalt stattfinden, dass ihr euch jedes Mal, wenn ihr unterbrochen werdet, weiterredet und weiterredet und weiterredet. Stopp, wir sprechen über, über Gastarbeiterbedingungen in Katar 2022. Weiter, weiter, weiter. Druck ausüben, Druck, Druck, Druck. Das ist der Schlüssel dafür, um diese Schwachsinnsargumentation zu brechen. Alternative Formulierungen wären, es geht nicht um oder wir sprechen jetzt über. Und ihr haltet euer Sprachrohr offen. Und ihr hört nicht auf. Wenn ihr also das nächste Mal in eurem privaten oder geschäftlichen Umfeld euer ganz persönliches, toxisches, erwachsenes Kleinkind, euer persönliches Infantino in eurem Umfeld wahrnehmt und eine tu quoque Scheinargumentation euch gegenüber dargeboten wird, mit blumiger Sprache und meistens auch noch mit moralischem Anspruch, denn der Fehler muss natürlich bei euch liegen, dann packt ihr metaphorisch dieses erwachsene Kleinkind an den Hosenträgern und setzt es an den Diskussionstisch zum aktuellen Thema, in dem seriell ein Thema nach dem anderen besprochen wird. Und wenn ihr nach Besprechen dieses Themas bei dem aktuellen Beispiel, das ich vorgebracht hatte, ging es um die Gastarbeiterbedingungen in Katar. Wenn das abgeschlossen ist, dann folgt ein weiteres Thema und nicht vorher. Denn an diesem Diskussionstisch mit euch, da sitzen die Adulti. Sei dein eigener Held und sei deine eigene Heldin. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.